Geistig sind sie ja nichts wert, die vom Karussell. Aber wenn sie einen Geist fertig machen können, dann kommen sie bis nach Neutraubling. Die Arschlöcher, die Traurigen. Ja, Entschuldigung, liebe Zuschauer, für die doch eine unflätige Begrüßung vom Chopper. Wenn er Mitarbeiter wäre vom Schweizer Fernsehen, würde er natürlich mit dem Wortschatz augenblicklich entlassen. Das ist allerdings nicht mehr nötig. Er ist nämlich seit gestern entlarvt, enttarnt. Der Geist der deutschen Nation hat sich gestern Abend in Luft aufgelöst. Wie das aber möglich war, dass so eine spukige Nation über Tage hinweg, über Wochen hinweg kann an der Nase herumführen, was effektiv dahinter steckt, wie der Schwindel aufgeflogen ist, das werden wir heute probieren herauszufinden im Gespräch. Einerseits mit dem Philipp Fluri, der dort war, andererseits ein Aspekt, und zwar der Vermarktungsaspekt, kurz beleuchtet mit dem Sternredakteur Michael Seufert per Telefon. Ein anderes Thema, das uns heute beschäftigt, ist das Wetter. Und auch in diesem Zusammenhang gibt es etwas eigenartig, mysteriöses, nebulöses zu vermerken. Damit wir uns mit diesen Themen heute ausgiebig beschäftigen können, haben wir kurzfristig das Programm umgestellt. Der angekündigte Bericht über die Paul-Schilling-Chronik ist verschoben worden auf den nächsten Mittwoch. Und der Max Lesser, der Volksmusiker, den wir auch für heute eingeladen haben, der ist ebenfalls verschoben auf den 24. März, dann wieder dann zu sehen und zu hören sein. Der Grund, warum wir Max Lesser umgebucht haben, ist ein sehr erfreulicher. Gestern ist in Deutschland der Schallplattenpreis verliehen worden und damit der Künstler des Jahres erkoren worden. Und er heisst Stefan Sulke. Ja. Macht mir sehr nett Platz. Es ist ein bisschen eng, aber. Stefan Sulke, man liest über sie viel. Wenn man will. Also man trifft das allerhand wieder, überall wieder einen Artikel von ihnen. Und man liest in diesen Artikeln auch, was sie nicht gerne haben. Zum Beispiel, sie haben nicht gerne, dass man sie Liedermacher nennt. Sie treten nicht gerne in kurzen Fernsehsendungen auf. Das ist jetzt ein bisschen blöd. In kleinen Studios. In kleinen Studios. Aber wir haben auch probiert, als Ausgleich herauszufinden, was sie gerne haben. Das sind drei Sachen. Eine davon haben wir da vorne versteckt. Mal schauen. Da. Und das als kleines. Jetzt ist nichts mehr drin. Als kleines Präsent für den Preis, als Gratulation. Darf ich reinschauen, ob etwas drin ist? Und das soll Gratulation sein, weil es freut uns. Wem muss ich jetzt Messi sagen? Nicht mir. Nein. Also, danke, danke. Also ich tue den weiterleiten, den Kuss. Zumindest verbal. Das ist ja gesund für die Lunge. Das. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber offenbar schlägt sich es gut in der Stimme wieder. Ja, es gibt das, die gewisse kleine Rauheit. Mhm. Und, Für die unter anderem haben sie den deutschen Schallplattenpreis bekommen. Es heisst allerdings in der Begründung gleichermaßen von guter Qualität. Ist das für Sie auch so oder gibt es doch einen Bereich, wo Sie sich eher sehen oder begabter finden? Als Texter oder als Interpret? Oder ist das? Ja, eigentlich ein umgekehrtes Problem. Ich finde mich überall ein bisschen mittelmäßig. Also ich kann zwar ein bisschen alles, aber alles finde ich immer, ja, ich kann es nicht so gut wie der und der. Und, aber wahrscheinlich das, was wahrscheinlich selten ist, dass einer aber doch alles irgendwie so zusammenbringt. Es scheint doch so zu sein. Okay. Auf jeden Fall in Deutschland hat man das gemerkt. Die Schweiz hinkt da ein bisschen hinterher. Also wir hoffen da ein bisschen können dagegen zu schaffen. Das heisst, für Stefan Sulke, der ja übrigens in Shanghai geboren worden ist, viele Sprachen spricht, überall in der Welt herumgekommen ist und in Port bei Biel lebt. Das möchten wir schon noch schnell wissen. Wie kommt denn das? Ja, das ist einfach Zufall. Das ist, weil dort das Haus war, das mir gefallen hat. Und dann bin ich reingegangen. Ach, so einfach ist das, ja. Und dort ist jetzt aber auch eine Fabrik, ja? Nein, die Fabrik ist nicht dort, die ist in Biel. Die Fabriken sind prinzipiell in Biel. Und das ist übrigens keine Fabrik, das ist ein ganzes herziges Häuschen, wo man drin ganz gemütlich arbeiten kann, ist das schreckliche Wort. Also ganz gemütlich haben wir, glaube ich, nicht gehört, weil gemütlich, glaube ich, ist am Stefan Sulke nicht viel erschafft. Sehr häufig, er gibt auch Aphorismen raus, haben wir gehört, ja. Können wir einen davon? Ja, wir fahren keine rein, aber ich glaube, jetzt hat er ja neue, dass ich lieber auf einer kleinen Bank mit einer hübschen Dame sitzen, als auf einer großen Bank mit einer hässlichen. Oh,
Stefan Sulke, das war sehr charmant, ein kurzes Gespräch, aber immerhin. Interessiert uns jetzt natürlich ein Lied und Sie spielen uns einen Song mit dem Titel «Die Moral». «Die Moral». Stefan Sulke. Wenn der Sohn Bananenhain drunten am Äquator seinem Volk das letzte Stückchen Brot sich klaut, dass der sich damit nen neuen Palazzo baut. Doch wenn Joe der Knacker sich mal wieder eine Bank leert, weil er Urlaub machen will in St. Moritz, schreit die Meute voll Empörung, sowas ist doch mehr wert. Nur 5 Jahre Knast, das ist nur Mitspieler im Studio, der eine Nummer gezogen hat, heute die Chance hat. Achtung, es kommt gerade aus. Es ist heute mit Spieler Nummer 9. Darf ich Sie bitten? Es ist ein Herr. Im Applaus von den Kollegen an, haben Sie Freude, dass Nummer 9 die Chance nicht bekommen hat, eventuell 1'000 Franken zu gewinnen. Aber uns interessiert noch, wer ist das mit dem Nummer 9? Stefan Wettstein. Stefan Wettstein, und woher kommen Sie? Kyburg. Von Kyburg. Aha, da sind wir auch schon gewesen. Gut, das Spiel ist bekannt. Dann möchten wir es wagen. Achtung, Konzentration. 2, 4, 6. Noch 500. 3, 5. 0. 7, 8. No.
7? 0. 0. 9. 9. Ja. 8. 0. 0. 0. Nein. Jetzt haben wir tippt 8-0. Ich könnte noch eine korrigieren. Kyburg. Also das grosse Geld haben sie im Karussell nicht gemacht, aber der Applaus ist trotzdem von Herzen gekommen. Ja. In Kyburg könnte sie es auch nicht gross verbrauchen. Das sind Kosse. 15,60 Franken, Klassenkarte. Also, alle haben trotzdem Freude. Merci fürs Mitspielen und ein schönes Wochenende. Ich darf Sie bitte sitzen zu bleiben, weil wir gehen zum nächsten Thema, zum Wetter vom Wochenende. Und in diesem Zusammenhang, ich habe es am Anfang schon angetönt, gibt es etwas Eigenartiges zu vermelden, Josef Schobel. In Hawaii ist eine Wolke gesichtet worden, eine riesige, also mit einer Ausdehnung von etwa 3 Kilometern, sehr hoch. Und niemand weiss, woher die kommt. Die soll schon etwa 3 oder 4 Mal um die ganze Erde gekreist sein. Hat Herr Josef Stoppel etwas herausgefunden über die Wolke? Ja, eins, was man sagen kann, ist, dass es mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit keine Wetterwolke ist. Also sie besteht nicht aus Wassertröpfchen und nicht aus Eis. Mhm. Weil in dieser Höhe die Luft zu kalt ist. 25 Kilometer ja, gibt es keine Wolke mehr als im Herbst. Allerdings kann man schon sagen, dass das Wolken sind, aber die bestehen im Allgemeinen aus festen Bestandteilen. Mhm. Aber wir sind also noch am Suchen, am Rätseln. Wer weiß, vielleicht ist es der Chopper, der sich dort verflüchtigt hat aus dem Hut, das wäre auch noch. Dass man entdeckt hat, können Sie sehen. Aber jetzt ernsthaft interessiert uns noch, wie das Wetter wird aussehen von diesem Wochenende. Jawohl. Die Wetterkarte heute zeigt einerseits Tiefdruckgebiet im Osten Europa bis gegen das Mittelmeer, andererseits über dem Atlantik, ein weiteres Tief, und vom südlichen Teil vom Atlantik bis gegen England ein ausgedehntes und kräftiges Hochdruckgebiet. Das Druckgebiet wird sich weiterhin noch verstärken gegen das Wochenende, sodass die Störung, die über dem Atlantik liegt, nach Nordosten abgedrängt wird und den Kontinent kaum wird berühren. Übrigens, die Mächtigkeit dieser Störung sieht man gut auf dem Satellitenbild. Das Satellitenbild zeigt hier einerseits die Warmfront und dann nachher die Kaltfront und praktisch das wolkenlose Gebiet von Spanien bis gegen England und einen Teil von Europa. Man sieht auch hier, gerade südlich von den Alpen jetzt, dass sich da ein Aufhellungsgebiet gebildet hat und das Tief, das die Wolken bewirkt, wird gegen Südosten abziehen, sodass im Grunde noch für das Wochenende das Wetter eher noch schöner wird sein. Also die Bewölkung, die heute noch vorhanden ist auf der Nordseite der Alpen, wird mehr und mehr verschwinden. Also für den Samstag vorerst noch vielleicht Hochnebel über der Alpen-Nordseite, im Alpengebiet allerdings schon ziemlich schön. Und dann auch auf den Sonntag wird es praktisch in der ganzen Schweiz recht schönes Wetter herrschen. Wenn vorerst doch noch kühl, wird es sich auch erwärmen. Im Übrigen, für das Schneeverhältnis sehen wir wieder hier in Zentimeter, 90 bis 130 cm Berner Alpen und Walliser Alpen und im Bündnerland 90 bis 1,50 m. Also für den Sonntag recht gute Verhältnisse mit
schönem Wetter. Jetzt also von unserem guten Wettergeist zum bösen Choppergeist. Dass in einer Zahnarztpraxis gespuckt wird, ist alltäglich, aber dass gespuckt wird, ist offenbar sensationell, wie wir in den letzten Tagen herausfinden können. Jedenfalls hat sie sämtliche Sensationslüsternheit aufs Tapet gerufen. Seit einem Jahr hat der Geist namens Choppers geschafft, und vor allem also natürlich in der letzten Zeit, in praktisch sämtlichen Medien von Deutschland präsent zu sein. Es ist ein Spukgeist von der Zahnarztpraxis Bachseitz in Neutraubling in Bayern. Personell bestehend aus dem Herrn Dr. Bachseitz, seiner Frau und der 17-jährigen Zahnarztgehilfin Claudia Judenmann. Aufgetaucht ist er schon vor längerer Zeit, ungefähr vor einem Jahr, aber sein Unwesen hat er vor allem in den letzten Tagen getrieben. Und zwar hat er mit so blechiger Stimme Zahnarztpatienten auf eine unschöne, um es gepflegt auszudrücken, auf eine unschöne Art angezündet. Kriminalisten, Parapsychologen, Techniker und auch Bundespostspezialisten haben sich mit dem Phänomen auseinandergesetzt und wollten herausfinden, was jetzt das effektiv ist. Der Chopper selber hat sich absolut nicht medienscheu gegeben. Es gibt sogar einen Film, wo man seine Stimme drauf hört. Und den wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, damit Sie ein bisschen plastischer vor Augen haben, wie das in dieser Praxis so zu und her gegangen ist. Lässt sich nicht erschüttern. Wenn er nicht redet, dann kann man sich gut mit ihm unterhalten, aber wenn er da so hysterisch blärt, also bis da, dass man das Nase auf die Straße hat, das, ich mein, das ist dann unangenehm. Wann macht er das, wenn er so schreit zum Beispiel? Ja, also wenn ich ihm nicht folge. Also wenn er zu mir was sagt und ich tue das nicht, dann fängt er meistens so an, oder wenn er... Er gibt ihnen richtige Befehle. Ja. Was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass ich am Wasserhahn hinlangen soll, also das bezeichnet er als... Streich nämlich. Aha. Und wenn ich das nicht mache, also dann sagt der Claudia, ich habe zu dir was gesagt. Und wenn ich es noch nicht mache, dann fängt er meistens so an. Und meistens, wenn er so schreit, also, und ich rede dann auf ihn beruhigend ein, das, also, dann hört er auch wieder auf. Was haben Sie vor? Ja, ich muss jetzt weitermachen, muss am Ball bleiben. Genau wie die Polizei. Bei mir hat sich auch ein Feindbild aufgebaut. Gegen wen? Gegen wen? Gegen diesen Terroristen. Gegen diesen äußerst vermummten Terroristen. Und Sie haben überhaupt keine Vermutung, wer das sein könnte? Ja, der Mann sitzt im Untergrund, wie so viele in Deutschland. Meinen Sie, er hat speziell etwas gegen Sie? Das schließe ich aus, könnte aber die Möglichkeit auch sein. Aber Sie müssen auf jeden Fall hier Ihre Praxis weiter betreiben, solange die Polizei... Ich will sie weiter betreiben. Um der Polizei zu helfen? Das auch. Und auch sich selber? Und mir selber auch. Und auch für die anderen Mitbürger, damit ihnen nichts Ähnliches widerfährt. Ist von seinem Plaggeist mittlerweile erlöst. Die ganze Sache ist Bachseitz ab. Der Philipp Fluri, der Kollege von uns, ist am Mittwoch angefahren auf Neutraubling. Philipp, was hat sich dort von Mittwoch bis gestern eigentlich so abgespielt? Ja, eigentlich recht viel. Also am Mittwoch ist der Ballon geplatzt. Man kann sagen, am 5 Uhr oben war es definitiv klar gewesen. Jetzt hat es Tank gemacht. Am Donnerstag hat dann der Staatsanwalt Dr. Fischer zu Mittag um 2 zu einer Pressekonferenz, zu einer nichtssagenden Pressekonferenz eingeladen. Herr Dr. Fischer, Sie sind der leitende Staatsanwalt hier in Regensburg. Ja? Ist Anklage erhoben worden? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, weil Sie kommen aus der Schweiz. Bitte nicht, weil ich habe in der Schweiz sehr viele Bekannte bei Justiz, nicht wahr, bei der Polizei. Aber in der Schweiz nicht wahr, läuft insofern prozessordnungsmäßig. Manches ist ein bisschen anders als bei uns. Bei uns kann erst Anklage erhoben werden, wenn die Ermittlungen völlig abgeschlossen sind. Und die sind anscheinend noch nicht? Nein, das hatte ich ja vorhin gesagt, die sind noch nicht abgeschlossen. Wie weit sind denn die Ermittlungen? Die Ermittlungen sind schon sehr weit. Aber wie gesagt, es fehlt also doch noch einiges. Sie müssen sich immerhin vorstellen, ich war ja gestern, Personen die ganze Nacht vernehmen, das geht nicht. In dem Augenblick nicht, wo Ermüdungserscheinungen auftreten oder etwas, nicht, da müssen Sie aufhören. Nee? Ja, ich habe gehört davon, dass die drei, also der Zahnarzt, seine Frau und die Claudia, gestern Abend noch zu Ihnen gekommen sind. Stimmt das? Ich kann Ihnen aus Gründen, insbesondere, schauen Sie, ich will es vielleicht so ausdrücken, in dem Augenblick, in dem eine jugendliche Person im Täterkreis sich gegebenenfalls befindet, kann ich Ihnen nicht mal zum Schutze gerade dieser jugendlichen Person hinsichtlich nicht bei der Namen keine Auskunft geben. Denn schauen Sie nicht wahr, wenn ich jetzt sagen würde, diese Person
Betroffenen sind, dann muss ich nicht wahr bei dem Öffentlichkeitsinteresse damit rechnen, dass im Endergebnis nicht wahr diese Personen praktisch vorweg, noch ohne Anklage und erst recht natürlich nicht wahr ohne Urteil, praktisch nicht wahr schon vorweg verurteilt werden. Und das ist also mit Sicherheit nicht wahr nicht im Sinne des Erfinders. Denn dann könnten Sie mir oder könnte man mir nicht wahr ganz erhebliche Vorwürfe machen. Und die nicht wahr mit Recht. Ja, und trotzdem, es stimmt eben doch, dass die drei das gesehen sind und auch vernommen worden sind. Ich habe heute Morgen um 3 in Regensburg erfahren, und zwar von einer 100%ig sicheren Quelle, dass es stimmt. Die drei sind also Täter, das kann man ruhig sagen. In den Zeitungen ist es noch als Vermutung dargestellt, aber es ist ja so. Es ist eine ganz komische Sache. Sie sind auch jetzt verurteilt zu einerseits Beleidigung und andererseits, und das trifft eigentlich nur für einen Zahnarzt zu, für Vorspielung falscher Straftaten. Denn er hat sich selber angeklagt. Oder damit, das ist ganz klar. Und die Beleidigung bezieht sich auf Patienten, die sich gewehrt haben? Patienten und so Passanten, die in sein Haus gekommen sind. Ja. Ja. Mhm. Also jetzt weiss man, es ist ja keine technische Spielerei, es ist schon gar nichts Übersinnliches. Ja. Was ist es denn aber wirklich? Oder anders gefragt, wie haben die drei das zustande gebracht? Es ist verrückt. Es ist ganz simpel und einfach, wie wenn ich jetzt sage, «Sali Rosi, wie geht's dir?» Das ist alles. Danke. So ist es passiert. Genau so ist es passiert. Nicht mit technischen Hilfsmitteln, nichts. Nicht einmal die Hände davor gemacht, um die Stimme zu verstellen. So ist es gelaufen. Und man hat noch telefoniert. Und das war auch wiederum einfach in diesem Haus. Weil in diesem Haus hatte es 3 Telefonanschlüsse gehabt. Und das weiss man so vom Büro. Man kann ins eine und ins andere Büro anrufen. Und das hat dann immer eins gefehlt, wenn zum Beispiel Fernsehteams dort waren und Aufnahmen gemacht haben. Und hat übergerufen. Mhm. Und so weiter ist das. Also ich meine, Verdächtigungen, das muss man schon sagen, obwohl alle denen auf der Leim gekrochen sind, Verdächtigungen sind ja klar in die Richtung gegangen, dass das irgendein Scherz ist, nicht sehr geschmackvoll. Aber wie sind denn die Ermittlungen gemacht worden? Wie ist man da vorgegangen? Eben, das war der Witz. Also, die Polizei hat dann gleich mal angenommen, da stimmt etwas nicht, wie die Journalisten schon lange gesagt haben. Aber wie beweise ich das diesen Leuten? Mhm. Dort liegt der Hase im Pfeffer. Und ab dem Oktober hat es bereits schon einen Kriminalbeamten gehabt, der immer wieder rumgeschlichen ist und das Zeug angeschaut ist, aber einfach nicht drauf gekommen ist. Angestellt. Es ist eine technische Sondergruppe eingesetzt worden, plus Kriminalbeamte, und die haben alles auseinandergenommen. Und der, den ich heute Morgen gesehen habe und geredet habe mit dem, der hat also gesagt, nach einem Tag ist klar gestanden, dass es Scheiss ist, mhm. Aber wir beweisen muss. Und der Beweis ist folgendermaßen, der erste zumindest, und das ist auch wieder so banal, es ist einfach lächerlich. Da hat zufälligerweise ein Mann Tonaufnahmen gemacht. Und die glauben, gar nichts hört. Und dann schaut er auf den Finger von der Claudia und merkt, dass der so auf der Gabel hängt. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt hat jemand von außen angerufen, dann hat es krrr gemacht. Sie hat schnell wieder so reagiert natürlich und hat weitergeredet, als würde sie reden mit dem Chopper. Diese Aufnahmen sind dann der Kriminalpolizei zugespielt worden. Und das war der erste effektive Beweis gewesen. Und mhm. Dann haben sie können schlagen. Also die Methode simpler geht sie gar simpel. Nicht. Aber wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, genau weil sie so simpel ist, haben sie alle nie gelernt. Jetzt fragt sich ein normaler Zuschauer oder ein normaler Mensch, Bürger überhaupt, was könnte hinter so einer Idee stecken? Was sind da für Motive im Spiel? Es war nicht einmal eine Philosophie am Anfang. Auch wieder ganz simpel. Und sie sind eigentlich reingeschupft worden in die Situation. Es hat ein paar Tage lang oder ein paar Wochen lang, schon vor längerer Zeit, anonyme Anrufe gegeben. Und es sind Junge, die Claudia verlangt haben und mit verstellter Stimme irgendwie gesagt haben, Claudia, ich liebe dich und so Sachen. Und die haben das lustig gefunden, der Zahnarzt, seine Frau und Claudia, und haben selber angefangen so zu reden. Und aus dem heraus hat sich dann so eine Ernsthaftigkeit entwickelt. Und das haben sie dann mal ausprobiert, wo Patienten so auf dem Stuhl gelegen sind und so weiter. Die haben das nicht gemerkt und die haben das geglaubt irgendwie. Mhm. Und so ist das weitergegangen. Dann ist die erste Zeitung gekommen, dann ist die zweite Zeitung gekommen, mhm. Dann ist das Fernsehen gekommen und so weiter. Also die Medien haben sich dankbarst auf das Thema gestürzt, haben das aufgebaut und überhaupt erst für die Dimension gesorgt. Der Arzt hat auch nicht mehr anders können, hat Angst gehabt, zurückzugehen. Mhm. Hat's mit mir angefangen hat es mit reiner Spielerei und ja. Ist zu so einem grossen Tages- und Gespräch über zweifellos. Wochen geworden, wie sie, dank den Medien. Und gerüchteweise hat man vernommen, dass der Stern 50'000 Mark geboten ja. Hat für die Exklusivstory. Und mit zwar Claudia. Ab
angeboten, der Claudia Judenmann. Ja. Also er hat mit ihr probiert, einen Vertrag zu machen. Und 50'000 Mark, ob das viel oder wenig ist, sollen sie selber entscheiden. Man weiss zum Beispiel als Vergleichszahl, gebe ich Ihnen das, dass der Stern für Fotos vom Papstattentat auf den Johannes Paul II. 60'000 Mark geboten hat, und zwar einem Schweizer illustrierten Fotograf. Das wäre also nur 10'000 mehr. Und ich glaube, das ist klar, dass der Papst immerhin doch etwas bedeutender ist als eine Frau Judenmann. Die ganze dumme Jobbergeschichte. Jetzt aber, wie sich das genau verhält, werden wir doch herausfinden. Und wir hoffen, dass jetzt dann das Telefon schallt vor uns. Und zwar wäre ja am Apparat. Ja, wunderbar. Der Michael Seufert sollte am Apparat sein, der Leiter vom Ressort Deutschland, Reportagen vom Magazin Stern. Herr Seufert, hören Sie uns? Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Seufert. Sie sind weit weg, aber wir hoffen, dass die Verbindung gut klappt. Haben Sie gehört, dass ich erwähnt habe, man hat in der Schweiz gerüchteweise vernommen, dass Journalisten des Sterns 50'000 Mark geboten haben? Claudia Judenmann. Wie verhält es sich damit? Ja, das muss wohl an der Chopper-Geschichte liegen. Da ist ja alles möglich, alle Gerüchte sind da möglich. An der Sache ist kein Wort wahr. Der Stern hat niemals 50'000 Mark geboten. Überhaupt keinen für diese Story? Natürlich haben wir einen Vertrag mit der Claudia und ihren Eltern gemacht, aber nicht für 50'000 Mark. Und der Vertrag, nach diesem Vertrag sind wir nicht in der jetzigen Situation überhaupt nicht verpflichtet, einen Pfennig zu zahlen. In der jetzigen Situation, aber ja, weil die Sache aufgeflogen ist, bitte? Oder? Weil die Sache aufgeflogen ist? Als ich herausstellte, dass die Claudia der Chopper ist. Ja. Also Sie sagen, Sie hätten niemals so viel geboten, aber man weiß doch von Zahlen, die doch einigermaßen interessant sind. Also die 60'000 für Fotos des Papstattentates sprechen ja doch einiges für sich. Wie verhält es sich denn, bitte? Wenn Sie die Welt exklusiv kaufen für die Summe, ist es doch nicht teuer. Ja, das ist jetzt eben die Frage. Können Sie uns zum Beispiel ein Beispiel geben? Welches war denn die höchste Zahl, die der Stern für irgendeine Exklusivstory bisher geboten hat? Oder haben Sie uns andere Beispiele? Also darauf möchte ich Ihnen nun wirklich nicht antworten, über die höchsten Preise. Hätte uns jetzt aber interessiert. Bitte? Das hätte uns jetzt interessiert. Ja, sicherlich. Aber ein Beispiel. Ja, wissen Sie, ich will mal ganz grundsätzlich was dazu sagen. Es wird also immer über Scheckbuchjournalismus etwas abfällig dann geschrieben, meist von den Leuten, die Geschichte dann nicht haben. Ich finde das gar nicht so verwerflich und so schlimm, dass Normalbürger, wenn ihnen irgendetwas widerfährt, dann für die Tatsache, dass sie Informationen geben und ihre Privatbilder oder ihre Urlaubsfilme herausrücken, dann auch ein Geld bekommen. Wenn Politiker, die 10, 20 Jahre lang dafür, dass sie ein öffentliches Amt hatten, viel Geld kassiert haben, sich dann hinsetzen und ihre Memoiren schreiben und die dann teuer verkaufen, da findet niemand was dabei. Warum soll der Normalbürger die Chance nicht auch mal haben? Nun, die Tatsachen sind trotzdem da, also die Illustrierten bezahlen unter Umständen sehr viel Geld für eine Story. Aber was für Kriterien sind denn zum Beispiel bei Ihnen entscheidend? Also ich zahle natürlich Geld nur für eine exklusive Geschichte, eine aufregende Sache, die in meiner anderen Zeitung nicht lesen kann. Darf also auch für Bilder zum Beispiel. Die für sehr gute Bilder wird auch manchmal ein hoher Preis gezahlt. Und Sie sichern sich auf jeden Fall vertraglich ab vorher? Ja, das ist doch völlig klar. Wenn heute zu mir jemand kommt und sagt, ich kann beweisen, dass Bundeskanzler Schmidt bestochen worden ist, dann finde ich das prima und ich bin sogar bereit, mit dem Mann einen Vertrag zu machen. Aber in dem Vertrag wird drinstehen, die Summe wird erst bei Veröffentlichung fällig und wenn die Geschichte stimmt. Herzlichen Dank, Michael Seufert, für die kurzen Auskünfte. Wir sind eine kurze Sendung. Ja. Herzlichen Dank trotzdem. Okay, auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, also Vermarktung. Vermarktung von Stories ist gang und gäbe und wie hoch die Zahlen sind, ja, die muss man halt ein anderes Mal vielleicht recherchieren. Weitere Vermarktungsbeispiele im Fall von Chopper könnten wir Ihnen bringen. Eins, wenn wir jetzt zum Schluss ansprechen, es gibt auch Private, die aus so einer Story Kapital schlagen. In dem Fall zum Beispiel ein Herr Winkler, der einen unglaublich intelligenten Chopper-Song verfasst hat. Und mit dem möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, möglichst ohne Chopper und Ähnliches.